Moin Freunde, was geht? Wir sind wieder am Start mit einem neuen Video und heute gibt's mal ein besonderes Thema. Wir sprechen nämlich heute mal über die alten Hasen auf meinem Kanal. Einmal Fairy Tail, einmal Eden Zero. Ich werde mich heute mal ein bisschen zu diesem Thema äußern, weil hier und da mal die Frage natürlich hochkommt, warum machst du dazu nichts mehr? Warum gibt's die alten Videos nicht mehr? Wieso ist es so? Bla bla bla, wieso finde ich dazu nichts mehr? Dazu werde ich heute ein bisschen was sagen, werde ich mich ein bisschen zu äußern. Einmal zu Fairy Tail, einmal zu Eden Zero. Und ich werde natürlich auch so ein kleines Fazit ziehen. Also ich möchte mit diesem Video eigentlich so einen kleinen Schlussstrich, so einen Haken darunter machen, kann man sagen, dass das Ganze hiermit abgeschlossen wird, weil ich auch nicht vorhabe, diese beiden Serien in der Zukunft weiter in Betracht zu ziehen, also dass ich darüber Videos mache und so weiter. Es ist also wie gesagt ein kleines Statement, wenn ihr es so nennen wollt. Jetzt nach sehr, sehr vielen Monaten, wo ich nicht mehr über beide Werke gesprochen habe. Kurz zur Erklärung, Fairy Tail habe ich damals als allererstes, glaube ich, gemacht. Damit bin ich ein bisschen größer geworden auf YouTube und dann ab einer gewissen Stelle habe ich damit aufgehört. Ich habe die 100-Jahres-Quest noch ein bisschen gemacht, das Sequel, die Fortsetzung vom Fairy Tail Hauptmanga habe ich circa ein Jahr gemacht und Eden Zero, das nächste oder neuere Werk von Mashima, das habe ich auch circa ein Jahr gemacht und dann auch aufgehört. Beides aus ungefähr gleichen Gründen, dazu werde ich gleich was sagen und dementsprechend werde ich das nicht mehr weiter in Angriff nehmen. Also, wir kommen mal auf die Gründe, warum ich das nicht mehr mache. Natürlich gab es damals einen Strike. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Also ich habe aus YouTube-technischen Gründen das Ganze erstmal temporär beendet oder beenden müssen, weil ich natürlich keinen Bock hatte, dass ich für andere Videos auch Strikes bekomme und damit mein Kanal gelöscht wird. Das ist klar, das sollte jedem klar sein, dass das erstmal der temporäre Grund war, warum ich das offline genommen habe, beziehungsweise die ganzen Videos privat waren. Ich habe für Fairy Tail Strike bekommen, habe dann die ganzen anderen Fairy Tail Videos, die auf meinem Kanal waren, habe ich alle offline genommen. Eden Zero ein bisschen aus Sorge darüber, dass man das ja auch noch striken könnte, weil das auch ein Werk von Mashima ist, habe ich dann auch alles offline genommen. Das waren auch nicht viele Videos, von daher hat sich das gut angeboten. Das war ein Zeitpunkt, wo ich mir noch nicht 100% klar war darüber, ob ich es weitermache oder nicht. Also das nochmal dazu. Das war erstmal der temporäre Grund, warum das offline war. Dann habe ich das Ganze natürlich mir sehr, sehr hardcore überlegt. Also ich habe sehr, sehr lange mit mir selbst gerungen. Soll ich das weitermachen oder nicht? Ich bin ja gefühlt der Einzige in Deutschland, der das macht. Also ich kenne jetzt keinen, der Fairy Tail Videos im deutschen Raum macht oder irgendwas über Eden Zero. Also kenne ich halt einfach jetzt natürlich bestimmt irgendwelche Leute mit 10 Abonnenten so, kein Disrespect oder so etwas, aber natürlich jemand, der eine etwas größere Reichweite hat, der ein bisschen mehr scheinen kann, wie auch immer, kenne ich jetzt keinen. Also ich kenne jetzt keinen, der Fairy Tail macht oder Eden Zero oder sonstiges. Ich glaube, daran traut man sich auch einfach nicht. Aber gerne, wenn ihr sowas machen wollt, wenn ihr selber einen Anime-Kanal habt oder wenn ihr selber mit sowas mal anfangen wollt, könnt ihr gerne machen. Also ich lasse euch das völlig offen. Das könnt ihr gerne machen. Ich werde das nicht mehr in Angriff nehmen. Das Ruder übergebe ich gerne, ja, weil ich mich damit auch einfach an dieser Stelle nicht mehr identifizieren kann und das auch nicht möchte. Warum ist das so? Warum kann ich mich damit nicht mehr anfreunden? Warum gefällt mir das nicht mehr? Warum kann ich diese beiden Serien nicht mehr genießen? Ich würde sagen, wir kommen erstmal auf Fairy Tail zu sprechen. Fairy Tail, mit dem Werk bin ich auf YouTube ein bisschen groß geworden. Das hat mir am Anfang ultra gut gefallen. Fairy Tail war jahrelang mein Lieblingsanime. Das war natürlich eine Zeit, wo ich noch nicht viele Anime-Serien gesehen habe, wo ich natürlich ein bisschen reingekommen bin. Fairy Tail war jetzt auch nicht der erste Anime im Internet, den ich gesehen habe. Also Fairy Tail war wirklich ein emotional geladener Anime und ich denke, das ist halt die größte Stärke und das ist halt auch die beste Zeit gewesen. Die damalige Zeit, die Soundtracks, wenn du sie das allererste Mal hörst, die Charaktere, da steckt schon sehr, sehr viel Liebe drin. Ich glaube, das ist so dieses Stichwort. Emotionen, Liebe, das ist so dieser Punkt, den Fairy Tail erwecken kann. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, daran hängen sich die meisten Leute auf. Ich finde, Fairy Tail hat gute Ansätze, ich finde, Fairy Tail hat großes Potenzial, aber Mashima ist kein guter Schreiber. Mashima ist ein wacker Schreiber, also der kann gefühlt gar nichts außer zeichnen. Selbst den Zeichenstil finde ich mittlerweile sehr simpel gehalten und relativ langweilig. Das hat sich im Laufe der Jahre bei mir von der Meinung her auch großartig geändert. Also vom Storytechnischen habe ich Mashima relativ
lange verfolgt, um mir eine Meinung bilden zu können. Fairy Tail war ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Das war mein größtes Problem. Ernsthaftigkeit, der Plot kam nicht großartig voran. Kraft der Freundschaft wird viel zu ernst genommen. Das war für mich einfach zu stark das Kindermärchen, dass es eigentlich nicht sein sollte. Und das hat für mich Fairy Tail gegen Ende hin sehr hardcore kaputt gemacht. Es gab Momente, die waren ganz cool. Damalige Momente, die habe ich sehr gefühlt. Aber ich kann mich mit Fairy Tail nicht mehr anfreunden. Und das Gleiche ist halt auch bei der 100-Jahres-Quest der Fall, also die Fortsetzung. Meiner Ansicht nach ist Fairy Tail oder Eden Zero oder 100-Jahres-Quest, wie auch immer, ist das scheißegal. Die aktuellen Werke, wo Mashima dran beteiligt ist, größtenteils sind diese Werke nur aus wenigen Punkten so beliebt, wie sie sind. Zum einen wegen der ganzen Nostalgie, weil man Fairy Tail damals vielleicht sogar sehr gefühlt hat oder weil das Ganze mit Emotionen verbunden ist, also das ganze Feeling und so weiter, das ist ein großer Punkt. Ich finde aber auch, das Sexuelle ist sehr, sehr stark im Vordergrund. Also die Charaktere, die weiblichen Charaktere sind sehr, sehr stark nur auf das eben reduziert. Lucy zum Beispiel, Rebecca zum Beispiel, um jetzt mal ein paar Namen aus diesen Serien zu nennen, das sind halt einfach Sexobjekte, das muss man einfach so sagen. Natürlich steckt ein bisschen Charakter, mehr oder weniger, hinter diesen Figuren, aber meiner Ansicht nach werden die einfach ausgeschlachtet, um irgendwelche Posen einzunehmen, um halt den Manga größtenteils einfach auf den Markt zu bringen oder auf den Markt halten zu können, so nach dem Motto. Also ich finde wirklich, das ist nur ein Strich oder ein Punkt von einem Sex-Manga entfernt und mit so einem Inhalt möchte ich mich nicht mehr identifizieren, ganz einfach. Also das sind Sachen, die fühle ich einfach nicht mehr. Fairy Tail habe ich ganz viele Chancen gegeben, ich werde es auch nicht alle aufzählen. Die alten Hasen unter euch, die kennen die Videos, die kennen die Probleme von Fairy Tail, die kennen die ganzen Dinge, über die ich mich tot gerantet habe, Digga, ohne Spaß. In Zero möchte ich kurz was zu sagen, da gab es natürlich ähnliche Fälle, sag ich mal, also ähnliche sexuelle Darstellungen in dem Manga. Gerade in Zero hat Charaktere, die auch nicht so stark glänzen können, die sich so stark von den Fairy Tail Charakteren abheben können. Ich weiß, es gibt jetzt ein paar in Zero Hardcore Fans, die sagen, in Zero ist tausendmal besser geschrieben als Fairy Tail. Sehe ich halt nicht so. Ich sehe halt, dass einzelne Kapitel vielleicht ganz cool sind und so weiter und auch aktuell, ganz aktuell im Manga einige Kapitel ganz cool sind oder etwas düsterer geschrieben sind als Fairy Tail Kapitel, aber diese Chapter gab es bei Fairy Tail genauso und letztendlich wird man alles durch Nakama Power lösen können. Das ist halt ein Grundprinzip, an dem ich mich früher nicht so stark aufgehangen habe oder wo ich mich nicht so dran gestört habe, aber mittlerweile kotzt mich das so sehr an, weil ich in diesen Werken oder in diesen Chaptern nur noch Fairy Tail sehe, nur noch die alten Dinger sehe. Ich sehe nichts Neues mehr. Also egal, was Mashima mit einem Kapitel raushaut, egal was, er kann alle seine Charaktere töten, er kann neue Charaktere bringen, er kann alles machen. Er kann Hentai machen, ist scheißegal. Er kann alles in dem Kapitel machen. Ich werde es sehr wahrscheinlich nicht mehr gut finden, weil ich weiß, es hat sowieso keine Aussagekraft, weil nächste Woche in dem Chapter danach wahrscheinlich wieder alles hinfällig ist oder weil, keine Ahnung, ein Problem geschaffen wird, was nur für ein Kapitel da ist, so mäßig. Also die Leute, die sich mit den beiden Werken befasst haben oder die sich mit meinem Kanal befasst haben, mit den Videos, mit den Reviews, bla bla bla, die werden ungefähr wissen, was ich meine. Ich rede hier so ein bisschen um den heißen Brei, das tut mir auch an dieser Stelle leid. Ich versuche das so konkret wie möglich zu erklären, warum ich das nicht mehr feiere und ich versuche das auch so sachlich wie möglich zu sagen, ohne großartig zu fronten oder zu beleidigen oder sonstiges. Natürlich ist mir das in der Vergangenheit auch mal ab und zu mal passiert, weil ich ein emotional geladener Mensch bin und ich, wenn ich Dinge nicht verstehe oder wenn ich Dinge ziemlich kacke finde, direkt am Ausrasten bin, so nach dem Motto. Das ist halt einfach so. Gegen Ende möchte ich noch eine Sache loswerden und zwar natürlich die Sache, wer hätte es gedacht, dass ich mich meinem YouTube-Video dazu äußere. Ninotaku, Eden Zero, Mashima, Leipziger Buchmesse war das, glaube ich. Letztes Jahr, was war da los? Einige haben es mitgekriegt auf Twitter, nicht viele, aber einige. Ich werde ganz kurz erklären, was da Sache war. Und zwar hatte Nino ja die Möglichkeit, in dem Manga aufzutreten. Mashima hat den ja quasi als Charakter
reingebracht. Er hatte dieses Interview mit Mashima. Und generell war das ja das allererste Mal, dass Mashima nach Deutschland gekommen ist. Und ich war in dieser Situation ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich gar nicht darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Oder dass man mir gar nicht irgendwie Informationen gegeben hat oder sonstiges. Es war gar nicht das Thema oder dass ich irgendwie ein Interview führen soll oder so etwas. Es ist alles nicht der springende Punkt gewesen. Ja, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich natürlich nicht die Kompetenzen wie ein Nino Kerl habe, der halt Interviews führen kann, der einfach andere Qualifikationen besitzt als ich. Da muss ich einfach definitiv ehrlich sein. Aber man muss dazu halt auch einfach sagen, dass ich als irgendwo Fan noch in dieser Situation einfach ein bisschen down war, weil ich gar nicht appreciated wurde, ja. Das muss ich einfach ehrlicherweise sagen. Da war ich einfach enttäuscht drüber. Und ich finde, jeder mit einer gewissen Empathie kann sich da hineinversetzen und das verstehen, wenn man jahrelang Fairy Tail, In Zero und so weiter behandelt hat. Auch wenn ich das die letzte Zeit, wo ich das behandelt habe, kritisiert habe. Was mir natürlich ein bisschen entgegengeworfen wird, aber es gehört halt einfach dazu. Punkt. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte. Das gehört zu diesem Abschlussvideo meiner Ansicht nach auch dazu, dass ich das kurz erwähne. Einfach, ich will das Thema nicht nochmal hochstocken oder so etwas. Es geht mir nur darum, dass ich das ganz kurz erwähne und sage, das war eine Sache, auf die war ich nicht wirklich stolz. Da war ich ein bisschen emotional geladen, habe ein bisschen was geschrieben, was nicht hätte sein müssen. Ich habe daraus gelernt. Ich war ein bisschen naiv von meiner Haltung her, von meiner Einstellung her. Daraus habe ich gelernt und dementsprechend werde ich das auch nicht mehr so in Angriff nehmen, wie ich das da zu der Zeit gemacht habe. Also ich werde mich da nicht mehr so hardcore reinsteigern. Das hat natürlich auch so seine Punkte, warum ich das nicht mehr machen möchte mit Fairy Tail und In Zero, weil mir die Community auch gerne mal so ein Image aufdrücken möchte, was gar nicht zu mir passt, wo ich auch definitiv sage, davon distanziere ich mich. Weil ich bin kein Nichtsgönner, ich habe das nie nur in dieser Situation gegönnt, nur war es für mich in dieser Situation trotzdem ein mieser Tritt in den Arsch. Das ist ja ein Punkt, der unabhängig von dem anderen ist oder sein kann. Fazit zu diesem Video, Fairy Tail, In Zero, Mashima-Werke generell, gibt's nicht mehr bei mir, werde ich nicht mehr machen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht werde ich die nächsten Jahre irgendwann mal etwas anderes sagen, keine Ahnung. Aber das ist jetzt erstmal der Stand von heute und ich werde das nicht mehr machen. Die Videos gibt's nicht mehr und die werden auch nicht mehr online kommen. Das dazu, ich hoffe, das Problem oder das Thema ist damit gegessen und geklärt. Ich habe mich zu sämtlichen Dingen eigentlich geäußert. Und falls noch irgendwelche Fragen bestehen, könnt ihr mir die gerne unter diesem Video stellen. Lasst gerne eine Bewertung da, wie auch immer, ja. Und damit wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!